Jorginho, Wouters, Berthold, Lothar Matthäus, Olaf Thon oder Mehmet Scholl. Das war eine ganz großartige Zeit unter Peter Neururer. Die letzte Bundesliga-Saison 92-93 ist ein bisschen her, aber es ist legendär. Und seine Mannschaft, die hat dann auch noch mal eben Dortmund schwindlig gespielt. Oder hier Lautern und Oliver Kahn auch noch ein paar Bälle da reingemurmelt. Also Eric Wynalda und Co. Das Maß aller Dinge in Saarbrücken. Und da träumen sie heute noch von. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, während unser Gast schon zu uns gekommen ist, der Trainer des 1. FC Saarbrücken, Falco Götz, da leuchten die Augen, vor allem bei den Fans des 1. FC Saarbrücken, die gute alte Zeit, oder? Ja, ja, lang ist her. Ja, aber trotzdem, es ist das, wonach sich die Menschen alle sehnen. Und der 1. FC Saarbrücken ist ein großer Traditionsclub und das verpflichtet er auch. Ja, gut, die Ambitionen sind hoch. Viele in der Stadt denken halt auch noch, wir gehörten in den höheren Fußball. Aber das muss man sich erarbeiten. Ich denke, die Zeiten waren besser. Wir arbeiten daran, dass sie wieder besser werden. Und ich hoffe natürlich, dass wir in diesem Jahr wenigstens in der Relegation noch eine Rolle spielen können. Ja, und Sie selbst haben ja auch beim 1. FC Saarbrücken in der zweiten Liga gespielt. Ist denn diese Sehnsucht, müssen Sie die bremsen, dass die Menschen alle wieder nach oben wollen? Das Saarland ist übrigens das einzige Bundesland, wo weder erste, zweite noch dritte Liga gespielt wird. Also die Leute haben einfach Bock auf guten Fußball wieder. Absolut, man sieht das ja auch in den Spitzenspielen. Wir haben gute Zuschauerzahlen, die Leute sind nach wie vor am Fußball interessiert und keiner will eben lange Strecken fahren, um Bundesliga-Fußball zu gucken. Aber da sind wir im Augenblick noch sehr, sehr weit von entfernt. Wir arbeiten jetzt dran, dass wir zumindest wieder in die dritte Liga kommen. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir da jetzt in dieser Saison noch eine Rolle spielen können. Und wie Erfolg funktioniert, das wissen die nur zu gut. Wir haben auch ein paar Bilder vorbereitet aus Ihrer Karriere. Die schönste, die erfolgreichste Zeit sicherlich hier bei Hertha BSC Berlin. Ne? Ich sage nur Stichwort Qualifikation fürs europäische Geschäft. Das war schon sehr, sehr stark. Oder auch bei 1860 München, zuletzt auch bei Erzgebirge Aue. Also Sie sind ja auch verpflichtet worden, weil Sie wissen, wie Erfolg funktioniert. Ist das eine Belastung für Sie? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich bin im Fußball tätig, ich habe viel Spaß am Fußball. Ich habe in verschiedensten Ligen erfolgreich gearbeitet. Ich bin zum Beispiel auch aus der Regionalliga schon in die dritte Liga aufgestiegen. Ich weiß, wie das geht und es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir das hier in Saarbrücken nochmal vollziehen könnten, weil, wie gesagt, der saarländische Fußball, der sollte eigentlich in den höheren Ligen vertreten sein. Wie viel Potenzial hat denn das ganze Umfeld? Wie viel Potenzial hat der 1. FC Saarbrücken und vor allem Ihre Mannschaft? Na, wir haben im letzten Jahr eigentlich schon gesehen, dass die Mannschaft sehr viel Potenzial hat. Man ist sehr, sehr unglücklich in der Relegation gescheitert, wegen einem verschossenen Elfmeter. Und das hat lange nachgewirkt, auch mental, gerade auch bei dieser Mannschaft. Wir haben nicht so viele Veränderungen in diesem Kader und wollen es eigentlich dieses Jahr noch mal packen. Und ich hoffe, dass wir die mentale Stärke haben, jetzt mal natürlich aus der Jägerrolle da oben noch einzugreifen. Ja, und wenn Sie die Aufholjagd schon ansprechen, dann gucken wir einfach mal eben schnell mit einem flotten Blick auf die Blitztabelle, die Kollegen uns jetzt sicherlich einblenden. Da sehen wir einfach, dass das schon ambitioniert ist. Ne? Also die ersten beiden Plätze sind entscheidend. Und 7 und 8 Punkte Rückstand auf die ersten beiden ist eine Menge Holz. Naja, umso wichtiger ist dieser Spieltag. Wir können den Abstand heute verkürzen. Aber wir wissen, haben aber dann auch ein Spiel mehr als die anderen. Aber wir wissen, dass wir noch ein Spiel mehr haben. Und dass wir haben heute sicherlich den... Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, um einfach dran zu bleiben. Aber wir haben auch die ersten 5 Mannschaften noch zu Hause. Wir spielen alle als Heimspiel. Und ich denke, da kann man eine ganze Menge aufhören. Zumal ich glaube, dass die Qualität, die wir in der Hinrunde gesehen haben, von dieser Mannschaft noch zu steigern ist. Ja, Wormatzer Worms hat die letzten 3 Spiele gewonnen und die stehen so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Man weiß nie, wie viel da absteigen, da kann da unten auch einiges passieren. Was erwarten Sie heute hier? Das wird ein kampfbetontes Spiel hier in Worms. Es ist nicht einfach zu spielen, da sind schon andere gestrauchelt. Aber wir wollen nicht so sehr auf den Gegner gucken. Wir haben selber 7 Wochen sehr, sehr hart in der Vorbereitung gearbeitet. Wir haben ein sehr, sehr gutes Trainingslager gebracht. Wir haben gute Testspiele gemacht und wir sind gut gerüstet, um auch hier in Worms zu bestehen. Und bestehen heißt für mich, wir wollen hier gewinnen. Vielleicht mal eine ganz kuriose Frage. Hier gibt es immer Sturmböen. Sind Sie, und das ist hier... Wo? Naja, gut, okay. Also die Haare saßen schon mal besser bei uns. Ist man auf sowas eingestellt einfach? Ja gut, wir waren in der Türkei im Trainingslager und haben auch 2 Spiele gemacht, wo es mächtig gewindet hat. Aber das soll kein Alibi sein hier. Wir wollen uns fußballerisch durchsetzen. Wir sind die Mannschaft, die höher eingeschätzt wird. Und das sollte man auf dem Platz sehen, egal wie die Bedingungen sind. Und dann freuen wir uns auf ein tolles Fußballspiel. Falco Götz, herzlichen Dank. Dann hören wir uns später nochmal. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass Wormatzer Worms eine Menge dagegen hat. Nämlich, dass erst der 1. FC Saarbrücken hier seine Aufholjagd beginnt. Auch hier schauen wir gerne mal auf die Tabelle. Und...
wir haben es eben schon mal angesprochen, da ist eine ganze Menge nach unten möglich. Ab Platz 14 wird es mal haarscheng und 6 Punkte nach unten. Das ist ein sehr, sehr dünnes Polster. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Wormatia Worms mit einer Menge taktischer guter Mittel hier eingreifen wird gegen den ersten FC Saarbrücken. Nach unten wird es eng, aber da, wo sich Jörg Dahlmann mit dem Trainer unterhält, da ist eine Menge Platz. Jörg, bitte, mit Steve Jones, dem Trainer von Wormatia. Ja, Wormatia Worms ist zwar unten in der Tabelle relativ, aber man muss sagen, zuletzt 3-mal in Folge gewonnen, kurz vor der Winterpause. Und ich, der Trainer, darf ich ganz herzlich begrüßen. Wie kommt's? Was haben Sie in den letzten 3 Spielen vor der Winterpause anders gemacht als vorher? Auch wir haben hart gearbeitet, hatten dann auch ein bisschen Spielglück, was auch dazugehört, aber haben sehr diszipliniert verteidigt, gut umgeschaltet und ja, dann den Lauf mitgenommen. Was macht Sie denn zuversichtlich, dass Sie den Falko Götz als Verlierer heimschicken? Wir haben uns gut vorbereitet, so ein bisschen ähnlich wie in der Schule. Ja. Wir sind optimistisch, dass wir uns gut vorbereitet haben, brauchen ein bisschen Spielglück, das gehört auch dazu. Ist ein sehr guter Gegner, ist Favorit. Aber wenn wir einen guten Tag verwischen, wovon wir ausgehen und was wir hoffen, dann wird es ein guter Fight auf jeden Fall. Ja, die anderen spielen lassen oder selbst das Spiel machen? Nein, wir werden schon mehr gegen den Ball arbeiten, gehe ich davon aus. Aber wir wollen auch selbst Initiative ergreifen und auch forsch das Spiel angehen, ja, mutig vor allem. Ja. Dann toi, toi, toi. Vielen Dank. Und wann immer Wormatia Worms live im deutschen Fernsehen aufgetreten ist, haben sie überragend gespielt. Ich nenne nur die DFB-Pokalrunden vor gar nicht allzu langer Zeit gegen Hertha BSC Berlin. Die wurden mal eben rausgesemmelt und gegen den ersten FC Köln knapp in der Verlängerung verloren. Also, die sind aller guten Dinge hier und dass sie ihr 4. Spiel in Folge gewinnen. Saarbrücken, haben wir gehört, wollen oben angreifen. Die geben noch mal richtig Vollgas. Also, die Voraussetzungen sind top für das Spiel, das Spitzenspiel der Regionalliga Südwest. Gleich geht's los und dann mit Ihrem Kommentator Jörg Dahlmann. Viel Spaß dabei. Nervosität im Kabinengang vor dem großen Schlager. Wormatia Worms spielt gegen den 1. FC Saarbrücken. Regionalliga live, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Hier am Montagabend, normalerweise ja 2. Liga, aber die pausiert heute wegen der englischen Woche. Deswegen freuen wir uns, diese Partie hier zeigen zu dürfen mit 2 renommierten Mannschaften. Zum Beispiel die Saarbrücker, wissen wir alle, die haben lange in der Bundesliga gespielt. Und ja, Wormatia Worms, das wissen vielleicht die wenigsten, haben 6 Jahre in der 2. Liga gespielt. 1965 war es sogar soweit, da haben sowohl Saarbrücken wie auch Wormatia Worms in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga mitgespielt. Sind allerdings beide gescheitert, weil wer aufgestiegen ist? Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München. Die haben es damals geschafft und deswegen eben Worms und Saarbrücken 1965 gescheitert. Also Tradition pur bei diesem tollen Regionalligaspiel. Wir freuen uns auf eine klasse Partie. Wir schauen mal gemeinsam auf die Aufstellung, wie die beiden Mannschaften sich hier und heute präsentieren wollen. Zunächst einmal die Gastgeber aus Worms, zwischen Mannheim und Mainz gelegen, damit Sie es ein bisschen geografisch einordnen können. Trainer Jones hat gesagt, er möchte mit einer 4-1-4-1-Taktik hier heute zunächst einmal beginnen. Das Ganze ist hier aufgeschrieben. Der ein oder andere dürfte vielleicht vor allem dem 1. FC Kaiserslautern, den Fans, bekannt sein, hat nämlich da gespielt. Ich werde Ihnen den ein oder anderen später vorstellen. Ja, und bei den Gästen aus Saarbrücken, da schauen wir mal auf die Aufstellung. Falko Götz, der Trainer, hat gesagt, er möchte gerne mit 2 Spitzen hier heute beginnen, also sehr offensiv ausgerichtet mit Taylor und das Debüt für Behrens, der von Rot-Weiß Essen gekommen ist. Dann haben wir hier noch in der Innenverteidigung Hahn und Schrappern. Und gerade eben vor wenigen Sekunden hat der Stadionsprecher die Durchsage gemacht, dass nicht Hahn spielt, sondern stattdessen spielt Döringer. Ich kann Ihnen jetzt im Augenblick, weil das gerade vor ein paar Sekunden erst passiert ist, nicht sagen, was da passiert ist, ob sich Hahn beim Aufwärmen verletzt hat, was sich also Falko Götz dabei denkt. Dabei werden wir gleich aufklären. Mein Kollege Martin Quast ist schon unterwegs und wird versuchen, das Notwendige zu recherchieren. Übrigens hier, das ist neu in der Regionalliga Südwest, dieses Abklatschen, dieses Abgehen des Gegners, das Begrüßen, so wie wir es aus der Champions League kennen, das haben sie jetzt eingeführt mit
Beginn des neuen Jahres in der Regionalliga Südwest. Ebenso, was neu ist, wir haben einen vierten Unparteiischen hier beim Live-Spiel von Sport 1, dass deswegen, wenn mal sich ein Spieler, ein Schiedsrichter verletzen sollte, dann wäre einer da, der sofort einspringen könnte, ohne dass man großartig suchen muss auf der Tribüne. So, und nach dieser Platzwahl, jetzt gibt es erst einmal, liebe Zuschauer, eine Schweigeminute. Und wir werden hören, wem diese Schweigeminute gilt. Die Spieler nehmen schon die Position ein. Und der Stadionsprecher wird jetzt durchgeben, wer gestorben ist. Liebe Zuschauer, bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Die Vereine der Regionalliga Südwest trauern um Michael Schlegel vom Balinger SC und Steve Gohuri vom TSV Steinbach. Mit ihnen haben uns nicht nur herausragende Fußballspieler, sondern auch großartige und von allen hochgeschätzte Menschen im vergangenen Dezember für immer verlassen. Wir gedenken ihrer mit Respekt und Hochachtung. Unser aufrichtiges und tiefes Mitgefühl gilt ihren Familien, allen Angehörigen und Freunden. Lassen Sie uns gemeinsam einen Moment innehalten. Der VfR Wormatia trauert um seinen langjährigen, aktiven Ehrenspielführer, Ehrenmitglied und Freund Hans Mechnik, der im Januar im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Von 1948 bis 1963 trug Hans Mechnik in 407 Pflichtspielen das Wormatia-Trikot. Zweimal war Hans Mechnik mit dem VfR Wormatia Teilnehmer an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft. 1957 kam Hans Mechnik zu zwei Einsätzen in der deutschen B-Nationalmannschaft und stand im 40er-Kader für die Fußball-WM 1958 in Schweden. Mit Hans Mechnik ist ein großer Spieler des VfR Wormatia, aber auch ein großartiger Mensch von uns gegangen. Der VfR Wormatia trauert des Weiteren um zwei verdiente Mitarbeiter und Freunde. Im Alter von 81 Jahren verstarb Günther Reinhardt, der mehr als 30 Jahre für unseren Verein als Zeugwart tätig war. Ebenfalls im Dezember verstarb im Alter von nur 61 Jahren sein Nachfolger Johann Paulin. Mit Günther Reinhardt und Johann Paulin verliert der VfR Wormatia zwei wertvolle Mitarbeiter und Menschen, auf deren Unterstützung er immer bauen konnte. Der VfR Wormatia Worms wird Hans Mechnik, Günter Reinhardt und Johann Paulin ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt ihren Familienangehörigen und Freunden. Herzlichen Dank. Die Regionalliga wird präsentiert von Sportingbet, deinem Online-Wettanbieter. Und TrainingHeroes.com. Bist du dabei? Ja, es ist angerichtet, es kann hier losgehen. Die Wormaten haben Anstoß. Und da wir die Trauerfälle gerade hatten in der Ansprache, heute ist auch Hennes Löhr verstorben, ehemaliger Bundesligaspieler, Trainer, Manager beim 1. FC Köln, der übrigens auch in Saarbrücken tätig war, allerdings nicht beim 1. FC, sondern bei den Sportfreunden Saarbrücken, ehe er dann seine große Karriere beim 1. FC Köln gestartet hat. Zur Einordnung, liebe Zuschauer, die Saarbrücker in den gelben Trikots, in diesen Leuchtfarben, Wormatia Worms also ganz in Rot. Ja.
Eine Abseitsposition, da muss der Keeper direkt mitspielen. Das hat er gut gemacht. David Hoos hier gegen Alper Akşam. Und erste brenzlige Situation schon. Nach wenigen Sekunden in dieser Partie hier haben wir den Keeper David Hoos, der auch beim 1. FC Kaiserslautern tätig war, trägt einen Schutzhelm, weil er Angst hat vor Verletzungen, hat sich schon mal verletzt und musste da lange Zeit ausfallen. Er trägt also dies zum eigenen Schutz. Es gibt ja auch zum Beispiel Sasula, der früher für Offenbach spielte, der jetzt zu Stuttgarter Kickers gewechselt ist, der so einen Helm trägt, nur aus Aberglauben. Aber das ist hier beim Keeper, bei David Hoos, nicht der Fall. Wir schauen, liebe Zuschauer, mal auf die Regionalliga Südwest und haben hier ein paar Spiele mal rausgegriffen von diesem Wochenende. Sicherlich herausragend das Spiel Waldhof Mannheim gegen Eintracht Trier, eine absolute Spitzenbegegnung. Die hat Waldhof Mannheim vor über 11.000 Zuschauern, das müssen Sie sich mal vorstellen, mit 2:0 gewinnen können. Elversberg ist auf Platz 2 da hinten dran. Die haben auch gewonnen gegen Walldorf. Offenbach mit Oliver Reck als neuem Trainer hat also erstes Spiel unter Reck gewinnen können. Und die weiteren Ergebnisse, sicherlich Homburg, überraschend, dass die verloren haben in Hoffenheim, so klar. Damit hat man nicht rechnen können. Wenn wir vorhin übrigens Offenbach erwähnt haben, Rico Schmidt, der Trainer, der entlassen wurde bei den Offenbachern, der ist hier und heute als Zuschauer im Stadion. Wenn Sie übrigens so ein bisschen hier im Hintergrund laut hören, ich weiß nicht, ob das über die Mikrofone in Ihre Wohnzimmer hier transportiert wird, es ist ein unglaublich starker Wind, hat gerade noch geschneit, kurz vor Spielbeginn, also schon eine sehr winterliche Atmosphäre hier in Worms. Blitztabelle sieht so aus derzeit, damit Sie eine Orientierung haben. Die ersten beiden werden sich ja für die Relegationsspiele qualifizieren. Waldhof und Elversberg belegen derzeit diese beiden Plätze. Trier ist da runtergestoßen worden von diesen Plätzen, aber die haben ja zum ersten Mal jetzt in dieser Saison auswärts verloren in Waldhof. Und Saarbrücken, da haben wir mal diesen Punkt hier eingearbeitet. Die hoffen natürlich, hier noch zwei weitere Punkte dazu zu bekommen. Dann wären sie also dran. Also es wäre für die Saarbrücker enorm wichtig, hier und heute einen Dreier zu erzielen. Ich glaube, auch Offenbach sollten wir noch nicht abschreiben. Die haben jetzt mit Oliver Reck neue Energie gewonnen. Und unten, wie sieht es da aus? Zwei steigen sicher ab. Fünf steigen, das hängt von diversen Dingen ab, möglicherweise ab, maximal, also die letzten fünf. Aber hier haben wir mal das Mittelfeld uns rausgesucht und da ist Worms derzeit auf dem 11. Platz mit 24 Punkten. Die haben dreimal in Folge zuletzt gewinnen können, haben sich so ein bisschen von den hinteren Plätzen dadurch verabschiedet. Und haben jetzt die Möglichkeit gerade gehabt. Ich sage Ihnen, Freiburg, das sollte ich Ihnen noch sagen, die sind auf dem ersten möglichen Abstiegsplatz derzeit 6 Punkte von Wormatia Worms entfernt. Saiti beim Eckstoß. Sie konzentrieren sich natürlich auf die Kopfballstarken, auf Treske vor allem. Das ist der Mann, der die vielen Tore macht bei den Wormaten. Der wurde richtig heftigst abgeschirmt hier, gerade eben bei diesem Eckball. Da hat wohl Falko Götz gesagt, auf den müsst ihr mir ganz besonders achten. Ja, Körpereinsatz von Mendy, hier nicht bestraft worden. Schiedsrichter der Partie ist Marcel Gasteier aus Weisel in Rheinland-Pfalz, kleiner Ort nahe der Lorelei.
So, und jetzt haben wir auch inzwischen erfahren, was mit Hahn los ist. Der hat sich beim Aufwärmen vorhin verletzt. Deswegen ist also Hahn aus der Innenverteidigung rausgerutscht. Und stattdessen spielt Döringer. In der Innenverteidigung. Meierhöfer auf der rechten Seite setzt hier Kevin Behrens ein. Kevin Behrens also zum ersten Mal beim ersten FC Saarbrücken im Team. Bei Rot-Weiß Essen hat er noch in der Hinrunde gespielt. Gilt als nicht so einfacher Spieler. Sagt mal immer wieder ehrlich sein Wort, aber sagt dann auch sein Wort, wenn er mal schweigen sollte. Deswegen also hat er sich ab und zu mal angelegt. Soll also große Schwierigkeiten auch mit Siebert, mit dem Trainer von Rot-Weiß Essen gehabt haben. Und dann hat man sich entschieden beim Traditionsklub aus dem Revier, dass man sich von ihm trennt. Fuck, Alter. Spieler liegt hier vor unserer Sprecherkabine. Sehen Sie, unten links im Bild liegt er verletzt. Aber die spielen natürlich weiter, weil er außerhalb des Spielfelds ist. Deswegen müssen sie nicht ins Ausspielen. Rein theoretisch, aber man könnte es trotzdem machen. Deswegen die Buhrufe der Zuschauer hier. Jetzt hat der Schiedsrichter abgepfiffen, weil ein anderer Spieler, nämlich Behrens, gerade hier am Boden liegt. Schauen wir noch mal auf diese Szene. Meierhöfer. Und dann hat sich der Spieler hier ohne gegnerische Einwirkung verletzt. Benjamin Himmel. Ich glaube nicht, dass es weitergeht. Ehrlich gesagt, wenn er sich so verletzt, sehe ich eher schwarz für Benjamin Himmel. Das wäre natürlich ein dickes Ding. Der Mann, der im Mittelfeld offensiv neben Treske für die Akzente sorgen soll. Schauen wir noch mal. Hier der Spreizschritt und dann die Verletzung ohne gegnerische Einwirkung. Also das Zeichen sehe ich übrigens gerade eben auch von den Physios. Die haben gerade das Zeichen zur Bank gemacht. Auswechseln für Benjamin Himmel geht es leider nicht weiter. Aber hier wurde weiter gespielt und das Tor wurde nicht anerkannt. Tut mir leid, ich war gerade eben noch mit dem Himmel gerade so beschäftigt, weil es tut mir immer leid, weil der ist natürlich auch so voller Hoffnungen, ist endlich mal ein Live-Spiel zum ersten Mal in der Meisterschaft, dass ein Spiel von Marcia Worms gezeigt wird. Er darf mit dabei sein und dann fällt er aus. Wir schauen auf diese Szene, die hier abgepfiffen wurde. Da die Abseitsposition. Der letzte Pass war die Abseitsposition nach dem Kopfball von Behrens, was eben Abseitsposition. Und jetzt, oi, das geht ja hier richtig zur Sache. Es geht die rote Karte, die gelbe Karte. Bei Torhütern kann man dann noch ein bisschen anders entscheiden als Schiedsrichter. Hier schauen wir auf diese Szene, der verlorene Zweikampf. Das ging noch alles mit rechten Dingen zu, wie ich finde. Dann läuft er hier vorbei und dann, ja, der Einsatz des Keepers geht eben gegen den Mann. Und deswegen ist der Elfmeter berechtigt. Der Schiedsrichter hat dann noch die Möglichkeit, wenn es keine ganz glasklare Torchance war, weil er rechts nach rechts abgetrieben wäre und der 44er Schrappmann hätte eingreifen können. Deswegen ist das hier völlig in Ordnung, die gelbe Karte zu geben. Aber ist auch richtig, Elfmeter zu geben. Und Florian Treske wird hier den Elfmeter ausführen. Das ist der, der die meisten Tore erzielt. Oh, Hoos, der ist bedient. Aber für mich war es ein berechtigter Elfmeter. Treske gegen Hoos. 1:0 für Wormatia Worms in der 11. Spielminute.
Oh, ein Turbo. Und jetzt laufen einige Spieler. Die laufen jetzt hin. Schauen Sie das mal an. Zu dem verletzten Spieler. Das nenne ich mal eine tolle Geste. Die laufen jetzt zu dem verletzten Spieler, um ihm Trost zu spenden. Um ihm zu sagen, Junge, das ist so schade, dass du nicht weiter mitmachen kannst. Mensch, das ist doch eine tolle Szene. Und das ist auch, sage ich mal ganz ehrlich, Regionalliga. Das ist Herz. Fußball mit Herz. Für diesen Mitspieler. Für Benjamin Himmel. Eine ganz große Geste. Treske mit dem 10. Saisontor. Einen Elfmeter hat er mal vergeben in dieser Saison, aber den hier hat er sehr sicher verwandelt. Er ist seit Jahren eigentlich in der Regionalliga immer unter den Top-Torschützen. Das ist ein richtiger, wichtiger Spieler für die Wormatia. So, jetzt heißt es natürlich für 1. FC Saarbrücken erstmal wieder Ordnung hier reinzubekommen. Und der Benjamin Himmel jetzt inzwischen also auf dem Weg in die Kabine. Hat sich so viel vorgenommen, hat ja auf seinen Rippen, hat er mir erzählt, ein Zitat von Michael Jordan tätowiert. Ist ein totaler Bastian Schweinsteiger und Bayern München Fan und jetzt leider ist er verletzt. Hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist, dass er bald wieder mitwirken kann. Hat ja auch in der Jugend beim 1. FC Kaiserslautern übrigens gespielt. Sagt es eingangs viele Spieler, die eine lautere Vergangenheit haben, mit dabei. Übrigens noch ergänzen, während wir jetzt hier die nächste Möglichkeit. Alper Akçam und Hoos rettet. Und der Nachschuss drüber. Alper Akçam hätte hier auf 2:0 aufstocken können. Auch er, ja, sehr gute Saison. 9 Tore vor Bayern. Döringer, der ja kurzfristig reingekommen war für Hahn und dann genau auf den Keeper gezielt, Nachschuss dann drüber. Also hier geht es ja richtig zur Sache in dieser Anfangsphase. Turbulent. Die Verletzung, das Abseitstor von den Saarbrückern, im Gegenzug dann der Elfmeter für Wormatia Worms und ja, das Zeichen von Falko Götz, ruhig. Ihr müsst erstmal jetzt Ruhe reinbringen in euer Spiel, das im Moment so ein bisschen durcheinander ist. Klar, führt natürlich auch dazu, diese spontane neue Hereinnahme von Döringer in die Innenverteidigung. Relativ kleiner Spieler übrigens. Aber das muss ja nichts heißen. Die Bayern beweisen es ja Woche für Woche, dass man auch mit kleinen Spielern hinten erfolgreich sein kann. Schrappern.
Fieser rüber zu Döringer, dem neuen Mann. Hat er auch schon mal bei uns hier mitkommentiert, kann mich erinnern, Döringer. Bei einem Spiel des ersten Saarbrücken im Ludwigspark. Ja, und jetzt schauen wir noch mal, hier haben wir den Schiedsrichter, und schauen wir noch mal auf die Abseitsgeschichte vorhin. Und zwar, hierzu war noch alles mit rechten Dingen zugang. Hier jetzt Behrens und dann ist rechts da der Sechser Döringer im Abseits. Das konnte man deutlich erkennen. Und deswegen also alles richtig entschieden vom unparteiischen Gespann. Korrekt also hier diesen Treffer von Saarbrücken abzuerkennen. Aber wie bitter ist das? Da erzielen die ein Tor, wird nicht gegeben, Gegenzug dann der Elfmeter. Döringer. Zögler, der im Mittelfeld die Fäden ziehen soll. Bisher gab es noch keine Fäden. Das ist Saiti, wird gedoppelt. Auracher mit der Hilfe. Und nächste Freistoßsituation nach dem Foul an Mendy. Freistoß durch den Außenverteidiger, durch Lukšić. Zögler. Behrens gut zurückgelegt hier von Wiltsch. Und da geht Kevin Lahn auf Nummer sicher. Kevin Lahn, der als Außenverteidiger rechts tätig ist. Gebürtiger Koblenzer, auch ein totaler Bayern München-Fan. Ja, sehr aggressiv gehen sie hier in die Zweikämpfe. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Pressschlag. Und Florian Treske, der Torschütze, hat da seinen eigenen Mitspieler angeschossen. Sandro Löchelt. Übrigens die erste Diagnose, hoffentlich bewahrheitet sie sich nicht bei Benjamin Himmel, ist Kreuzbandriss. Möglicherweise, hoffen wir, zumindest Kreuzbandverletzung, sagen wir mal so vorsichtig formuliert. Also toi 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 von unserer Seite. Da haben wir den Trainer, kommen wir später nochmal drauf. Wir achten nochmal jetzt hier auf diesen Freistoß. Steven Jones, der Trainer, der natürlich mit diesem Start hochzufrieden ist. 3 Siege in Folge vor der Winterpause. Dies ist das erste Spiel nach der Winterpause und das Tor zählt. Alles in Ordnung. Da haben die Saarbrücker hinten geschlafen. Und es fällt das 2:0 für Wormatia Worms durch Kevin Lahn, den wir gerade noch hinten gesehen hatten, den Außenverteidiger. Und sie laufen jetzt hin zur Seitenlinie und können ihr Glück überhaupt nicht fassen. Noch einmal schauen wir auf diese Szene. Lahn, auch das war völlig in Ordnung. Keine Gefährdung des Torhüters. Und der Torhüter, da muss natürlich Hoß sich ankreiden lassen. Wenn er da rauskommt, muss er den haben oder energischer zu Werke gehen. Vielleicht hat er ein bisschen Angst gehabt, weil er schon mit Gelb vorbelastet war. Aber da hat der Torhüter sicherlich eine Mitschuld an diesem Gegentor.
von Lahn. Das ist natürlich ein Start hier, wie gemalt für Wormatia Worms. Für Lahn ist es der vierte Treffer in dieser Saison. Das ist für einen Außenverteidiger absolut eine bemerkenswerte Bilanz. 23 Jahre erst alt, auch mal beim 1. FC Kaiserslautern gespielt. In der Saison 14-15 noch, für die zweite Mannschaft übrigens. Also ein heftiges Spiel hier bisher. Schauen wir noch mal auf diesen Pass. War keine Abseitsposition, im rechten Augenblick den Fuß ausgefahren. Sauber, ohne den Torhüter zu gefährden. Ein sauberes Tor. Boah, für Saarbrücken natürlich jetzt eine ganz heftige Nummer. Der große Favorit. Und natürlich reiben die sich in Waldhof jetzt die Hände und in Elversberg und bei Eintracht Trier. Das sind die großen Konkurrenten und bei Kickers Offenbach. Die hoffen natürlich, dass Wormatia Worms hier heute gewinnt. Ballverlust von Behrens. Noch nachgehakt hier, deswegen hat der Unparteiische das Spiel nochmal unterbrochen. Sicher geklärt von Benjamin Maas. Saarbrücken kommt immer noch nicht in die Partie hinein. Noch geht's, noch haben sie ja Zeit genug. Aber sie tun sich schwer. Fieser schimpft ihr wie ein Rohrspatz. Schappan weitergeleitet. Gut gemacht hier von Meierhöfer, der als Außenverteidiger natürlich sehr offensiv spielt. Und der Abschluss von Sökler. Schüttelt den Kopf Falko Götz. Das hat er sich natürlich anders vorgestellt. Aber war auch eine Menge Pech natürlich dabei. Hat es erwähnt. Und ich darf jetzt an dieser Stelle hier Alan Stulin neben mir begrüßen, der mal ein paar Minuten mit kommentieren wird, der normalerweise auch Stammspieler ist bei Wormatia Worms, der Außenverteidiger oft spielt, aber sich die fünfte gelbe Karte eingehandelt hat. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, ist nämlich vor 7 Wochen Vater geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alan. Hallo, vielen Dank.
Aber ich höre gerade eben, mein Kollege Martin Quast hat den Mannschaftsarzt wohl und wir können ein bisschen mehr erfahren über die Verletzung von Himmel. Deswegen schalte ich einfach mal runter, erst zu Martin. Ja, und das Ganze ist wirklich nicht besonders schön. Jetzt ist gerade hier draußen der Krankenwagen vorgefahren. Im Hintergrund sehen wir es. Benjamin Himmel ist eben mit einer Schiene und auf Krücken los in den Krankenwagen. Und der Mannschaftsarzt Karl Priester-Lasch ist jetzt zu uns gekommen. Wie sieht es denn aus mit Benjamin? Das war für ihn, also sein Gesicht eben war ja zerschmetternd. Sehr niederschmetternde Diagnose, Verdachtsdiagnose auf eine vordere Kreuzbandruptur. Ja, heißt viele Wochen in der Reha, weg vom Feld, weg von der Mannschaft, sehr niederschmetternd für ihn und für uns alle natürlich. Ja, vor allem Eugen Gopko ist ja auch so ein Langzeitverletzter, auch ein ganz wichtiger Mann. Wie sehr trifft das die Mannschaft und vor allem ihn? Freundin ist, glaube ich, mit in die Kabine gegangen gerade. Ja, es trifft uns alle sehr, weil gerade mit Eugen im letzten Spiel vor der Winterpause ein herber Verlust ereilt hat die Mannschaft mit vorderer Kreuzbandruptur und jetzt mit Benny auch eine, ja, der Führungsspieler in unserer Mannschaft ist. Gibt es da vielleicht noch eine kleine Resthoffnung oder haben Sie diesen vorderen Schubladentest so gemacht, dass man, also man zieht das Knie gegen den feststehenden Oberschenkel raus und da war zu viel Spiel schon, oder? Ja, also wie gesagt, die Verdachtsdiagnose steht. Das wird mit einer weiteren Diagnostik, mit einer MRT-Untersuchung morgen im Lauf des Vormittags gesichert, der Verdacht. Und ja. Kommt er jetzt ins Krankenhaus hier in Worms oder wo fährt er hin? Fährt jetzt direkt in die Klinik hier in Worms. Da sind wir sehr gut versorgt zuerst mal und alles weitere, was dann ansteht mit weiteren Schritten, Operationen und sowas, das besprechen wir dann nochmal. Herzlichen Dank und sagen Sie einen schönen Gruß von Sport 1 und allen Zuschauern. Gute Besserung. Dankeschön. Jörg, bitte. Ja, und ich darf nochmal, wie gesagt, Alan Stulin bei mir begrüßen. Geboren in Polen, seit langem hier in Worms schon tätig, war auch lange beim 1. FC Kaiserslautern, Jugend, zweite Mannschaft, erhielt sogar mal 2 Jahre Profivertrag beim 1. FC Kaiserslautern. Der also jetzt neben mir, wir achten aber auch immer natürlich, hat das aktuelle Vorrang geklärt hier zum Eckstoß. Ja, Alan, wir haben vorhin die Verletzungen natürlich mitbekommen, hat Sie wahrscheinlich auch geschockt wie die gesamte Mannschaft, aber das war ein tolles Zeichen der Kollegen, dass Sie alle auf ihn zugerannt sind und ihm nach dem Torerfolg sofort Trost gespendet haben, oder? Ja, das ist sehr schade, was passiert ist. Auf jeden Fall merkt man, dass der Teamgeist bei uns stimmt. Benny ist ein super Typ und wir werden ihn auf jeden Fall auf dem Spielfeld vermissen. Ne? Ja. Jetzt zu diesem Spiel. Bisher muss man sagen, jetzt natürlich Standardsituation immer gefährlich, gibt erneut Eckball für Saarbrücken. Was hat bisher den entscheidenden Unterschied gemacht zwischen Wormatia und dem 1. FC Saarbrücken? Also wir waren von der ersten Minute hellwach und das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir gut umgesetzt bis jetzt. Und wir sind griffiger in den Zweikämpfen, sind wir besser und das schnelle Konterspiel setzen wir gut um. Und schön, dass der Freischuss-Trick geklappt hat, den wir geübt haben zum 2-0. Also im Moment läuft es für uns gut. Ja, wir haben ja mit Steven Jones haben Sie einen Trainer, der noch relativ jung ist, der auch selbst Wormser ist, in Worms aufgewachsen ist. Was zeichnet ihn aus? Also der ist total authentisch. Also man merkt, dass er Wormer durch und durch ist. Und, Abseitsposition ist zurückgepfiffen worden, ja. Mhm. Ja, also es macht auf jeden Fall Riesenspaß mit Steven Jones, Max Mehring, Mario Cook und Christian Adam zusammenzuarbeiten. Also die machen das richtig gut und haben uns wirklich auf das Spiel gut vorbereitet. Jetzt hat Wormatia Worms ja in den letzten Spielen wirklich vor der Winterpause super funktioniert. 3-mal in Folge gewonnen. Das wäre jetzt, wenn es dabei bliebe, der 4. Sieg in Folge. Das macht auch eben Hoffnung auf mehr vielleicht für die Zukunft, dass man auch vielleicht mal wieder irgendwann vorne mitspielen kann, oder? Ja, zuerst wollen wir den Klassenerhalt schaffen und so schnell wie möglich da unten nichts zu tun haben. Und dann schauen wir mal, was passiert. Aber auf jeden Fall, in der Mannschaft steckt viel Potenzial.
Was glauben Sie, sind ja quasi in dieser Saison aus neutraler Sicht, da haben wir einige Kandidaten, die vorne sind, um den Aufstieg kämpfen oder um die Relegationsspiele. Wer hat denn auf Sie den stärksten Eindruck gemacht bisher in der Hinrunde? Ich muss sagen, vom Spielerischen her war es Elversberg, wo richtig guten Fußball spielt. Trier steht auch sehr kompakt und durch die Mannschaftsleistung sind sie gut. Und natürlich Waldhof Mannheim durch, man sieht halt die Erfahrung von Hanno Balic und Fink, dass sie Bundesliga gespielt haben und das bringt viel. Wobei ja unglaublich ist, ich habe schon mal erwähnt, 11.000 Zuschauer, über 11.000 Zuschauer sind jetzt gewesen im Spiel gegen Eintracht Trier. Das ist ja eine unglaubliche Zahl, ne? Ja, das ist schön. Also deswegen spielt man Fußball und dass die Zuschauer kommen. Und vor so einer Kulisse zu spielen, das macht viel mehr Spaß, als nur vor 500 zu spielen. Hier in Worms ist ja auch einiges geschehen. Neuer Rasen hier, Hybridrasen. Ich habe vorhin mit Milan Šašeć gesprochen, der meinte, dass in der Bundesliga gäbe es auch diesen Hybridrasen in München, in Wolfsburg und in Hoffenheim. Ich kann das jetzt gar nicht so bestätigen. Ich habe mich noch nie mit dem Thema so beschäftigt. Aber das ist ja so ein halber Kunststoffrasen. Ne? Wie ist das für Sie jetzt, darauf zu spielen, zu trainieren? Also auf jeden Fall ist es eine Umstellung, weil der Rasen, man sieht noch ab und zu mal holpert noch der Ball. Aber ich glaube, im Sommer wird er noch besser sein. Aber auf jeden Fall ist das schon mal besser als der alte Rasen. Im Hinspiel, da hat es ja eine ganz verrückte Geschichte gegeben in Saarbrücken. Da hat es ja mal ein Loch gegeben, plötzlich, das im Spiel entdeckt worden ist. Dieses Loch war 30 cm tief, passte richtige Fuß, passte da rein. Ich glaube, ein Kollege Saiti ist, glaube ich, da reingefallen, so ein bisschen. Ne? Aber genau, hat sich Gott sei Dank nicht verletzt. Ne? Ja, der war selbst verwundert, also was passiert ist. Also er ist gerannt, zurückgelaufen auf einmal. Lag auf dem Boden und wusste nicht, was passiert ist. Ja. Also eine witzige Geschichte. Ja, und dann ist damals das Spiel unterbrochen worden für 10, 15 Minuten. Und dann ist, glaube ich, der Co-Trainer Taifo Diane von Saarbrücken, Co-Trainer von Falco Götz, ist dann mit einem Sandeimer hin und her gelaufen und hat das Loch zugeschüttet. Das war, soll angeblich ein Mauseloch gewesen sein. Oh, okay. Das habe ich nicht gewusst. Ja. War zu lesen zumindest. Also, sehr fleißige Mäuse, die, aber wenn man sich vorstellt, was da hätte passieren können, bei so einem riesigen Loch mitten auf dem Spielfeld, das dann im Spiel entdeckt wird, dass da einer sich eine ganz, ganz schwere Verletzung zuzieht. Ja, genau, Gott sei Dank, da hatte ich nochmal Glück gehabt. Ja. Nicht passiert, ja. Wie ist Ihre persönliche Perspektive? Sie möchten gerne auch nächste Saison noch bleiben. Ist das also schon gesichert hier in Worms? Also ich fühle mich in Worms wohl. Ich hatte gute Gespräche mit dem sportlichen Leiter Marcel Gebhardt und will meine Leistung weiter bringen für Wormatia. Und was noch passiert ist, werden wir sehen. Ja. Aber auf jeden Fall fühle ich mich hier wohl und macht mit der Mannschaft riesen Spaß. Sehr schön, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die paar Minuten mitkommentieren. Ja, und toi 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 für Sie persönlich und für Wormatia Worms. Wir machen das ja immer mal wieder, dass wir Regionalliga-Spieler, Verantwortliche und so weiter hier auch zu Wort kommen lassen. Diesmal also der Spieler Alan Stulin. Dankeschön. Vielen Dank. Danke auch. Wäre natürlich, ich lasse jetzt eine kleine Plattitüde hier los für Saarbrücken, sehr, sehr wichtig, gerade vor der Pause noch mal hier so ein kleines Erfolgserlebnis zu haben nach diesem doch schlimmen Start. Wäre ein heftiger Rückschlag für die Saarländer. Aber Falco Götz hat es ja auch erklärt. Das ist eine schwierige Situation. Die sind im letzten Jahr fast aufgestiegen in die dritte Liga.
hatten es geschafft, in die Relegationsspiele zu kommen, haben dann dummerweise einen der stärksten Clubs, die Kickers aus Würzburg, zugelost bekommen, haben das Hinspiel dann 0-1 verloren. Im Rückspiel 1-0 gewonnen, Verlängerung blieb dann torlos und dann im Elfmeterschießen haben sie geführt, die Saarbrücker. Aber am Ende dann doch gescheitert. Den letzten hat dann Döringer, der vorhin dieses Abseitstor erzielt hat, der ja noch kurzfristig in die Innenverteidigung reingerückt ist, der hat den entscheidenden Elfmeter damals nicht unterbringen können. Ja, und hier in der Regionalliga gibt es viele, viele prominente Namen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, Offenbach ist Oliver Reck, neuer Trainer. Und einer, der ebenfalls neu, relativ neu in der Regionalliga ist, im Südwesten zumindest, ist jetzt bei Martin Quast. Genau, und mit Neustrelitz hat er ja schon mal gewusst, wie man Tabellenerster wird. Damals hat es nicht geklappt mit dem Aufstieg. Thomas Bodart ist bei uns der neue Trainer des TSV Steinbach. Und vor allem als nächster Gegner hier im Stadion gegen Wormatia Worms. Muss man sich die Augen reiben, wie die Jungs hier spielen? Naja, die Augen vielleicht nicht reiben, aber schon überraschend, dass sie 2-0 führen. Aber die haben die Saarbrücker ein bisschen kalt erwischt mit dem Elfmeter und mit einem tollen Standardtrick. Aber gut, dass ich das jetzt heute mal gesehen habe, weil das war schon sehr gut durchdacht. Also Sie haben im Prinzip etwas verraten, was gegen den TSV Steinbach nicht mehr funktionieren wird, richtig? Ja, vielleicht lassen sich was Neues einfallen, aber diesen Trick habe ich mir auf jeden Fall hier die Ohren geschrieben. Also Sie sind ja jetzt nach Steinbach gekommen, Peter Cessonaro war vorher der Trainer. Das hat nicht ganz so funktioniert und man sieht, da können ganz viele Mannschaften absteigen. Das hängt von vielen Eventualitäten ab. Worms hat ja eigentlich auch dazu gehört. Und jetzt, es scheint der vierte Sieg zu werden. Die sind da raus. Ja. So eine Serie muss sein, um wegzukommen da unten? Ja, definitiv. Also wir wissen ja auch, dass wir einige Punkte noch aufholen müssen. Worms hat, sag ich mal, schon einen guten Vorsprung zu uns. Aber es ist noch alles möglich. Und man sieht es in so einem Spiel, dass auch die Kleineren gegen die Großen gewinnen können. Und das werden wir uns auf jeden Fall auch zur Brust nehmen. Was schätzen Sie denn? Wie viel steigen denn ab? Es kommt immer darauf an, ob zwei hochgehen oder... Also im Moment sieht es von oben ja nicht so doll aus. Ne? Zwei aus dem Südwesten, Stuttgart und VfB 2 und die Kickers. Sieht nicht so gut aus, dass sie nach unten kommen. Also es wird eng im Südwesten. Wie heißt denn die Momentaufnahme? Also ich glaube, dass die Stuttgarter Kickers noch von unten rauskommen werden. Der Kader gibt es auf jeden Fall her. Schon, sag ich mal, bitter, dass die Kickers da unten sind. Der VfB Stuttgart, die U23, die haben es schwer. Die spielen guten Fußball, aber da fehlt es. Ja, da fehlt so ein bisschen auch die Erfahrung. Aber man zittert natürlich. Ne? Man muss jedes Mal auch noch in eine andere Liga gucken, wo geht denn eigentlich unsere Zukunft hin? Das ist auch auf Deutsch gesagt ein beschissenes Gefühl. Ja, definitiv. Vor allem auch der Wettbewerb, der ist schon krass, muss man schon sagen. Auch wenn der Meister nicht aufsteigt. Hanno Balic hat es ja letztens noch, hat noch kundgegeben, dass man dann auf jeden Fall eine Reform herbeiführen muss, dass der Aufsteiger hochgeht. Ein endloses Thema, aber das ist eine andere Baustelle. So sieht's aus, genau. Ja, aber mit Neustrelitz war es ja vor 2 Jahren so, letztes Jahr ähnlich. Und ich hoffe, dass die nächsten 2-3 Jahre auf jeden Fall was passiert. Dann viel Spaß noch, schöne Erkenntnisse da unten, wenn wir mal runterschwenken hier. Da haben wir einen Block vollgeschrieben mit vielen Zahlen. Und da müssen sich die Wormser warm anziehen. Hier ist ein helles Auge. Und mit Thomas Bodaric und da drüben sitzt ein anderes mit Jörg Dahlmann. Bitte schön. Danke. Gerne. Und wir beobachten weiterhin hier fein, ob die Saarbrücker jetzt den Hebel umlegen können. Es sieht so aus, sie kommen jetzt in den letzten Minuten besser in die Partie hinein. Hier hat Behrens die Möglichkeit, der hier diese Flanke, den Pass verpasst hat. Taylor, auch den kennen wir natürlich, hat auch zweite Liga gespielt, für Koblenz zum Beispiel, für FSV Frankfurt, war ein richtiger Knipser, aber auch für Saarbrücken 8 Tore in dieser Saison bislang erzielt, liegt damit im Soll
Weiterer Stürmer, Lucia, verletzt. Fehlt den Saarbrückern, aber haben ja mit Behrens dann quasi Ersatz. Ein bisschen sehr optimistisch hier gerade von Löchelt. Meierhöfer. Wenn ich Meierhöfer sehe, muss ich immer an diese verrückte Geschichte denken, als er beim Spiel, glaube ich, gegen Homburg extrem lange nach einem Rotsünder gefahndet wurde, Spiel lange unterbrochen wurde und dann der falsche Mann vom Platz gestellt worden war. Mendy, gut gemacht. Sehr athletisch, Mendy. Starke Szene. Und der Abschluss dann in die Arme von Tim Paterok. Aber es war gut gemacht von Mendy, der hier schön durch die Abwehr von Worms durchmarschiert. Der gebürtige Pariser, auch schon 32 Jahre alt. Hat ja auch schon mal für Hansa Rostock höherklassig gespielt. Gelbe Karte für Akşam für diesen Einsatz hier gegen Schrappan. Die gelbe Karte völlig berechtigt. Der Schiedsrichter macht auf mich einen guten Eindruck. Hat zum vierten Mal in dieser Saison gelb gesehen. Also beim nächsten Mal muss er dann eine Partie aussetzen. Die Regelung gilt auch für die Regionalliga. Alper Akşam, ja übrigens auch einer von vielen, vielen, ich habe es schon mehrfach erwähnt, die auch beim ersten FC Kaiserslautern tätig waren. Sogar mit Kaiserslautern mal aufgestiegen in die Bundesliga. Hat dann mitgeholfen unter Milan Šašić, hat er damals gespielt. Milan Šašić, der ja heute sozusagen Sportdirektor ist beim Gegner, beim 1. FC Saarbrücken. Foulspiel hier von Mendy. Und hier sehen wir Falko Götz. Und wir schauen nochmal auf das 2:0 und auf diese Freistoßvariante, die erwähnt worden war. Aha, das also nicht direkt nach vorne zu spielen, sondern erstmal den Querpass zu suchen. Das war die taktische Variante und Löchelt bedient dann den späteren Torschützen Kevin Lahn. Das ist also dieser Freistoßtrick, den auch gerade eben Thomas Bedaric nochmal erwähnt hatte. Ja, so extrem ungewöhnlich war er jetzt auch nicht. Aber nur gut. Zückler, Behrens, Meierhöfer. Saarbrücken baut jetzt Druck auf. Schrappan. Der Innenverteidiger. Lukšić. Der Mann mit der Glatze hat eine Wette verloren, weil er Meister wurde in seinem Land und hat dann die Glatze rasieren müssen. Fand er so toll, dass er sich gesagt hat, die lasse ich. Ich sehe doch geil aus. Philipp Lukšić. Okay, das war's von der ersten Hälfte. Eine turbulente erste Hälfte haben wir gesehen und wir erwarten einiges noch in Durchgang 2, vor allem einen Sturmlauf vom 1. FC Saarbrücken. Wir sind dann in der Halbzeit mit Martin Quast wieder da.
zurück in Worms bei der Regionalliga Südwest mit der schönsten Szene des Tages. Nein, nein, hier geht es nicht um ein Tor, hier geht es um einen ganz besonderen Jubel. Denn die Mannschaft läuft zu ihrem verletzten Mannschaftskamerad, zu Benjamin Himmel, der sich kurz vorher, vor dem 1:0, vermutlich eine ganz schwere Verletzung zugezogen hat, den Riss des vorderen Kreuzbandes. Und der Jubel, der gilt nicht etwa dem Treske hier mit der 19, der den Elfer getroffen hat, sondern Benjamin Himmel, dem jetzt ins Krankenhaus gebrachten Spieler von Wormatia Worms. Ganz besondere Szene, wunderschönes Fairplay dieser Wormser Mannschaft, die dann anschließend noch richtig nachgelegt hat. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich hoffe, Sie sind in der zweiten Hälfte dabei und gucken sich das an. Schauen Sie mal, toller Freistoßtrick und dann Kevin Lahn. Und plötzlich steht es 2:0. Für Wormatia Worms, die hier nach unten schauen müssen, die sich vom Tabellenende absetzen wollen gegen den ersten FC Saarbrücken, deren Trainer Falko Götz hier vorhin gesagt hat, wir wollen nach oben angreifen, die wollen noch aufsteigen. Aber die Aufholjagd, die sieht natürlich ein bisschen anders aus. Also das war es erstmal hier, kurz aus der Halbzeit. Und jetzt, wo ja endlich der März kommt, da kommt auch endlich der Winter. Es fängt an zu schneien und in gleich ein paar Minuten, da schneit es noch viel stärker. Ist nämlich ein Unwetter vorhergesagt. Bravo. Also gleich dabei sein, wenn hier der Winter kommt. Bis gleich. Wir sind wieder live zurück in Worms. Ein tolles Spiel haben wir in der ersten Hälfte gesehen, ein tolles Regionalligaspiel. Natürlich, die Saarbrücker finden das nicht so toll, was das Ergebnis angeht. Sie liegen mit 0:2 hinten bei Wormatia Worms. Und wir haben mit Schäfer einen neuen Mann in der Innenverteidigung. Der hat beim ersten FC Köln früher gespielt, ist dort B-Jugendmeister geworden beim ersten FC Köln. Und der hat zum Beispiel mit Yannick Gerhardt und Mitchell Weiser zusammengespielt, der also jetzt in der Innenverteidigung anstelle von Döringer, der ja auch kurzfristig reingekommen war in die Mannschaft, weil Hahn, der eigentlich geplante Innenverteidiger, sich beim Aufwärmen verletzt hatte. Ist natürlich bitter, 0:2 hinten liegend und dann noch einen Innenverteidiger bringen zu müssen, wird Falko Götz schon seine Gründe für gehabt haben. Denn normalerweise, wenn du hinten liegst, versuchst du dann neue Offensivkräfte noch zusätzlich zu bringen. Wir hätten noch die Option, zum Beispiel Solomon Okoronkwo zu bringen. Ist ja noch drin. Dritter Wechsel. Möglich. Wir haben im ersten Durchgang, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, wirklich eine bemerkenswerte erste Hälfte gesehen mit einem verrückten Start. Saarbrücken mit einem Abseitstor, das zu Recht aberkannt wurde. Dann eine Verletzung, Kreuzbandverletzung von Himmel bei Wormatia Worms. Kurz darauf dann eine nach der Abseitssituation. Jetzt schaue ich aber erstmal auf Taylor. Taylor mit der Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen. Eine Riesenmöglichkeit für den ehemaligen Koblenzer. Oh, sowas muss man natürlich nutzen, um wieder reinzukommen. Der ärgert sich, der weiß natürlich auch, dass er jetzt hier gerade die Riesenchance liegen ließ in der 1-1-Situation. Aber Keeper hat lange gewartet, Tim Patterock, und kann so diese Szene vereiteln. Aber Saarbrücken deutet hier schon an, wir wollen das nicht so ganz kampflos hergeben. Wir wollen hier unbedingt nochmal zurückkommen. Moment, die kleine Unterbrechung, weil im Moment leider einige Saarbrücker-Fans wieder das Live-Spiel hier nutzen. Sie sehen es links im Bild, um so ein bisschen für Gesprächsstoff zu sorgen, um das mal so zu formulieren. Ein Spieler von Worms verletzt am Boden, deswegen also hier fair ins Ausgespielt von Marius Wiltsch. Maas, Innenverteidiger bei Wormatia Worms. Und hier haben wir den Trainer der Wormser, das ist Steven Jones, gebürtiger Wormser, spielte immer aktiv, auch hier bei der Wormatia.
und auch mal für 2 Jahre bei Waldhof Mannheim, ansonsten bei Feddersheim, liegt ja auch hier quasi um die Ecke. War dann auch sogar mal 4 Jahre lang sportlicher Leiter bei Wormatia. In diese Zeit fiel übrigens auch dieser Pokalsieg gegen Hertha BSC, Cheftrainer seit September, und mit einer Sondergenehmigung baut derzeit die entscheidenden Prüfungen, um auch weiterhin Trainer zu sein in der Regionalliga. Mendy. Hui! Gute Parade von dem Patzerock, der jetzt immer mehr im Mittelpunkt stehen wird. Denn die Saarbrücker werden jetzt alles geben, um ihn hier zu bezwingen. Tim, der Pate, wie er genannt wird, Patzerock. Dieser Patzerock hat mir übrigens erzählt, der war damals im Stadion, als dieses verrückte Phantomtor fiel von Kießling. Durchs Netz hindurch, da hat er das quasi live miterlebt im Stadion. Durchaus aus einer sportlichen Familie, der Keeper von Wormatia Worms. Sein Bruder hat an den deutschen Meisterschaften im Wakeboarden teilgenommen. Und hier pariert er gegen Mendy. War mal dritter Torwart bei den Profis von Hoffenheim. Hier haben wir Falko Götz, der natürlich auf eine ungleich größere Karriere zurückblicken kann. Der vor allem mit Bayer Leverkusen nach seiner Flucht aus der DDR den UEFA-Pokal gewinnen konnte. Der danach beim 1. FC Köln Vizemeister wurde mit dem FC. Sehr gute Trainertätigkeit, große Erfolge bei Hertha BSC gesammelt. Bei 60 hat es dann am Ende nicht so richtig funktioniert. Ist er damals entlassen worden, als er auf der Pressekonferenz war bei 60 München. Ich kann mich noch an diese Szenerie erinnern. Verrückte Geschichte. Wusste noch nicht, dass er entlassen war. Wurde schon verkündet von Offiziellen damals bei 60. Und er gab noch eine offizielle Pressekonferenz. Bei Aue, dann hat er auch einen Klassenerhalt mit Erzgebirge Aue geschafft und dann im nächsten Jahr hat es dann nicht so funktioniert. Aber er möchte mit dem Club, für den er selbst mal gespielt hat, am Ende seiner Karriere, nämlich in Erstens zu Saarbrücken, gerne die Relegation erreichen wieder. Zögler hier Foulspiel, aber Schiri lässt weiterlaufen. Vorteil. Lukšek hier im Vordergrund. Mann mit der verlorenen oder, wenn man so will, gewonnenen Meisterwette. Worms. Akşam hat sich gut entwickelt, treffsicher. Er und Treskel, die sorgen für die Tore. Normalerweise die anderen eigentlich kaum in Erscheinung getreten. Als Torschützen. Aber es ist gutes Team
was sich hier präsentiert, das Stephen Jones geformt hat. Er hat einen Ball gespielt, auch wenn das natürlich spektakulär war mit der Rolle. Gerade von Wiltsch hat den Ball gespielt. Also auch wenn es blöd aussieht hier für den Wiltsch, aber das ist nun mal Fußball. Ja, morgen geht es ja bei uns schon direkt weiter. Sie wissen, englische Woche, deswegen auch heute kein Zweitligaspiel. Am Montagabend, zweite Liga, können Sie morgen Abend dann wieder bei uns sehen. In der erstklassigen zweiten Liga. Unter anderem ein tolles Spiel. 1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München. Düsseldorf-Bochum, darf ich dann selbst kommentieren. Freue ich mich auch drauf. Und noch viele weitere Spiele. Also richtig toll. Morgen Abend. Auch übermorgen ja die zweite Liga unterwegs. Apropos 60 München. Wissen Sie, welcher berühmte Spieler hier früher bei Wormatia Worms gespielt hat und im Tor stand? Na, das sind nur mal ein paar Sekunden. Na, der berühmteste Torhüter von 60 München in der Geschichte. Der Meister wurde mit den Löwen. Peter Radenkovic, der hat hier in Worms gespielt. Ist dann von Worms, von Max Merkel nach München geholt worden. Freistoß gibt's und diesen Freistoß schauen wir uns an, schnell ausgeführt von den Saarbrückern. Und jetzt gerade Spielunterbrechung, würde ich sagen, Martin Quast, wir geben ja immer mal wieder den Vereinsverantwortlichen die Möglichkeit, sich hier zu äußern und so ein bisschen zur Philosophie was zu sagen der Clubs. Ostermann von Saarbrücken haben wir auch die Möglichkeit gegeben, ist aber nicht im Stadion, wollte nicht sich äußern hier heute, deswegen, ja, wollen wir mal einen Baumser hören. Bitteschön. Und zwar den ersten Vorsitzenden, Tim Brauer, der hier mit stolz geschwellter Brust auf den besseren Sitzen hier oben, ja, thront, kann man ja fast sagen, höchster Platz, Platz Nummer 1. So gehört es sich für den ersten Vorsitzenden, oder? Glückwunsch erstmal. Naja, auf jeden Fall hat man den besten Überblick, den man auch manchmal braucht als erster Vorsitzender. Sind Sie überrascht, was Ihre Mannschaft hier gegen den vermeintlichen Topfavoriten Saarbrücken, die wollen ja unbedingt noch aufsteigen, was Ihre Mannschaft hier leistet? Nein, überhaupt nicht. Wir wussten, wir haben eine sehr intensive Vorbereitung gesehen durch unser neues Trainerteam. Und die Jungs sind topfit, sind taktisch gut eingestellt und haben die entsprechende Leidenschaft mit auf den Weg bekommen. Und das war uns eigentlich im Vorfeld klar. Und wir haben gehofft, dass sie von der ersten Sekunde an das auch umsetzen können. Das haben sie getan und deshalb führen sie auch, denke ich, entsprechend verdient 2:0. Der Kollege Jörg Dahlmann hat eben gesagt, wir sprechen ja auch gerne mal über Philosophien von Vereinen. Wormatia Worms, wissen vielleicht viele nicht mehr, hat aber 6 Jahre lang mal in der zweiten Liga gespielt. Ich selbst komme aus Rheinhessen, aus Mainz, das ist hier 50 Kilometer entfernt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass man in Worms immer sehr, sehr ambitioniert war, sehr stolz war auf eine tolle Historie, aber den Sprung nach oben nie wirklich geschafft hat. Gibt es irgendwo im Hinterstübchen mal den Versuch, irgendwann Mainz 05 mal zu folgen? Weil sie waren jahrelang, jahrzehntelang auf Augenhöhe mit diesem Club. Ja, also natürlich im Moment absolut überhaupt keine Idee, dass sowas passieren kann. Wir sind froh, dass wir hier Regionalliga-Fußball spielen, bieten können in unserer Stadt und wir wissen, was wir hier für ein Umfeld haben drumherum mit Mainz, mit Kaiserslautern, mit Mannheim, mit Hoffenheim, mit Darmstadt und dass es da ganz schwierig ist, höhere Ambitionen zu haben, wie das, was wir im Moment haben. So hat aber früher auch jeder in Mainz gesprochen. Da haben die, waren die froh, wenn sie gegen Hassia Bingen und Glaschemie Wirges gespielt haben. Und heute sieht man, wo sie sind. Also irgendwo den Traum mal umzusetzen, der muss ja irgendwo mal sein. Natürlich. Also vielleicht jetzt nicht die erste Liga, aber... Nein, natürlich hat jeder, der im Sport engagiert ist, irgendwelche Träume auch nach oben zu kommen. Deshalb haben wir die natürlich auch. Aber wir wissen auch, was wir realistisch im Moment vorfinden und was wir leisten können. Und insofern sind wir da extrem vorsichtig, zu weit nach oben und zu weit nach vorne zu gucken, sondern genießen eigentlich das, was wir hier haben, nämlich ein schönes neues Rasenspielfeld, eine gut aufgestellte Mannschaft. Nochmal in der Regionalliga, das ist das, wo wir im Moment hingehören, wo wir sein können. Wenn es mal mehr wird, wir sind Sportler genug, um das dann anzunehmen und auch dann versuchen umzusetzen. Aber im Moment wollen wir realistisch bleiben. Und es gibt tolle Fußballer aus der Vereinshistorie. Rudi Kargus, ja, sprechen wir zum Beispiel mal an, den großen Torhüter des HSV. Und eine ganz besonders nette Geschichte gibt es hier, liebe Zuschauer. Sie haben es gerade gehört von Herrn
vom ersten Vorsitzenden. Und das Stadion wurde saniert. Die Tribüne, die Rasenfläche. So, und was ist passiert, als die ganze Tatanbahn, diese, nee, ist ja eine Schutterbahn noch, ja, als die aufgebuddelt wurde? Ich habe eben gedacht, mich tritt ein Pferd, als ich das gehört habe. Ja, es sind halt noch Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden und normale Munition, die dann erstmal entsorgt werden musste. Aber ich sag mal, ganz, ganz überraschend war das für uns auch nicht gewesen. Wir wissen ja, wie viele Jahre das Stadion auf dem Buckel hatte, wie viele Jahre der Stadion. Aber nochmal, hier sind Kriegswaffen vor ein paar Wochen gefunden worden. Ja, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Nein, ist ja amüsant. Es waren jetzt keine 300-Kilo-Bomben, sondern es hielt sich im Rahmen. Ja, gut. Also ganz normale Bombenstimmung, Granatenstimmung in Worms. Vielen Dank, Herr Bauer. Dankeschön. Danke Ihnen, Herr Gross. Und Jörg, bitte wieder. Ja, und wir konzentrieren uns jetzt auf diesen Freistoß von 1. FC Saarbrücken. Lukšić sehen wir da. Lukšić, der jetzt diesen Ball reinbringen wollte. Aber jetzt hat Söker durch die Kugel gegriffen. Das ist der Mann, der die Ideen im Mittelfeld hat, der die Triebfeder sozusagen. Und der Ball kommt gut und der wäre, den habe ich schon drin gesehen. Den habe ich schon drin gesehen. Behrens mit der Möglichkeit. War gut reingetreten worden von Sögler. Und das wäre natürlich die große, große Chance gewesen, hier das Tor zu erzielen. So einfach war es dann auch nicht. Aber Sie sehen hier an den Gesichtern der Saarbrücker, mein Gott, was für eine Chance. Fieser im Tor, aber nicht der Ball. Und Behrens, muss man wirklich sagen, ist schon ein wichtiger Mann. Und er kann Saarbrücken wirklich weiterhelfen. Viele Tore, immer, egal wo er war, gemacht, geknipst, auch bei Alemannia Aachen. Wichtige Tore erzielt, hat mal im Derby oder im Duell gegen Rot-Weiß Essen, was ja immer sehr hoch steht, das goldene Tor gemacht. Aber wie gesagt, er ist eben einer, der mal gerne ein Widerwort gibt und aneckt mit Trainern und deswegen so seine Probleme immer wieder hat und bekommt. Ausschlaggebend war dann am Ende in Essen, weil er wohl mit den Kameraden nicht zu den Fans gegangen war, sondern stattdessen auf die Tribüne sich zum Kumpel gesetzt hat, was dann zum endgültigen Ende geführt haben soll in Essen. Aber wie gesagt, Probleme mit dem Trainer waren da auch ausschlaggebend. Jetzt hat er eine neue Chance. Falko Götz, einen guten Trainer. Und er sagt, der Falko Götz, ich nehme ihn so, wie er ist. Und ich genieße das auch, dass er so ein bisschen Querdenker ist, dieser Behrens, den wir hier wieder in der Situation gesehen haben. Übrigens, Thor wird er genannt. Thor, benannt nach dem nordischen Gott, weil er A, natürlich einen stabilen Körper hat und B, weil Thor natürlich der Gott des Donners war. Passt ja. So, Ball im Aus. Wir haben mal die Gelegenheit, auf Durchschnittsalter zu gucken. Das ist nämlich hochinteressant. Denn Wormatia Worms ist von allen Mannschaften, Erstmannschaften, wir haben mal diese U21-Teams von Lautern, Hoffenheim und so weiter mal rausgenommen. Das sind diejenigen, die jüngsten sind in der Regionalliga Südwest. Sie sehen hier Durchschnittsalter und zwar wirklich bemerkenswert zum Vergleich. Saarbrücken, das sind die zweitältesten. Die Homburger, die ältesten von den Erstmannschaften. Da sind dann noch drei Zweitmannschaften, die wir da mal ausgeklammert haben. Also bemerkenswert, im Saarland sind die Opas zu Hause, die Anführungsstrichen Opas. Motiviert hier seine Mitspieler, seine Vorderleute, jetzt hellwach zu sein. Denn Standardsituationen sind immer gefährlich, zumal sie da den ein oder anderen Langen im Team haben, dieser Brücker.
Maas übrigens hatte vorhin die 6. gelbe Karte in der laufenden Saison gesehen, als Martin Quast den Volzenen interviewt hatte. Das noch nachzutragen. Und der Hinweis sei gestattet, dass wir anschließend die Telekom-Spieltag-Analyse haben. Heute sehr Schalke-lastig, muss man sagen, mit Olaf Thon, Peter Neururer. Aber wir sind natürlich gespannt. Die werden sicherlich über Schalke reden, über die schwierige Situation, die die Knappen derzeit durchmachen. Aber auch über viele andere Themen, die die Bundesliga derzeit beschäftigt. Sicherlich auch der Sieg der Bayern in Wolfsburg. Ein Thema, wie es dazu gekommen ist, wird alles genau bei uns im Studio analysiert. Schick und dann treibt Sögler den Ball. Der bekommt mir ein bisschen zu viel Platz im Augenblick im Mittelfeld. Das war allerdings auch ein einfacher Fehlpass von ihm. Ein Foulspiel vom Unparteiischen gepfiffen. Gibt es eine gelbe Karte? Holt sich nochmal den Mann. Nee, sagt einfach nur ein bisschen ruhiger, Wiltsch. Ja, und wir schauen mal, liebe Zuschauer, auf die Zuschauerzahlen. Und da ist wirklich bemerkenswert, im Südwesten haben wir mit Waldhof wirklich eine absolut neue Größe. Die sind ja sportlich sehr weit oben. Wir haben da, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, gegen Trier über 11.000 Zuschauer gehabt. Damit haben die ihren Schnitt auf 6.949 erhöht, sind die Führenden im Südwesten. Offenbach, traditionell viele Zuschauer. Auch Saarbrücken, die müssen allerdings jetzt umziehen, müssen jetzt künftig in Völklingen spielen, weil ihr eigenes Stadion umgebaut wird. Trier, gute Saison, guter Schnitt auch. Worms mit 1002. Ja, der Vorsitzende hat es ja gesagt, man muss hier in gewisser Weise die Kirche im Dorf lassen. Es ist eben nicht überall möglich, dass so extrem viele Zuschauer mit dabei sind. So, schauen wir mal, geht weiter hier. Jetzt der nächste Verletzte, Lahn, der Torschütze. Den hat es hier erwischt in dieser Szene. Ja. Aber nicht so dramatisch wie es bei seinem Vereinskameraden Benjamin Himmel, der ja im Krankenhaus ist jetzt. Thomas Bedalsch sieht das natürlich hier auch auf der Tribüne, der Trainer, der Steinbacher, die ja auch in der Liga spielen, die viele, viele Neuzugänge im Winter geholt haben, die waren am aktivsten. Und dann haben wir übrigens auch nochmal, da wir ja die Zuschauerzahlen gerade angeschnitten haben, wir versuchen so einen kleinen Einblick auch zu gewähren, wo sind denn die meisten Zuschauer? Wir haben mal die Top 12 der größten Zuschauerzahlen von 12 nach 1 hier für Sie jetzt eingeblendet. Da können Sie mal schauen, wo in der Republik die meisten Zuschauer sind regionalligamäßig unterwegs. Bemerkenswert, absolut bemerkenswert. Und Sie sehen auch schon an den Namen tolle Vereine, die da spielen in dieser Klasse 4. Liga. Spitzenreiter, wie fast jedes Jahr, Alemannia Aachen. Klar, viele Vereine, die da eigentlich rausgehören. Regensburg in diesem Jahr sehr, sehr stark dabei, die den Schnitt sehr gut anheben in der Regionalliga Bayern. Und dann haben wir das auch mal aufgesplittet nach den einzelnen Regionalligen. Und da sehen wir das zum Beispiel im Norden, die natürlich am wenigsten Zuschauer haben, haben aber ungefähr gehalten. Die Zuschauerzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Im Nordosten, Magdeburg ist draußen, die sind ja aufgestiegen. Ein krasser Abfall, extrem, kann von den anderen nicht aufgefangen werden. Bayern, sehr hoch gestiegen, dank Regensburg vor allem. Und die Liga hat sich enorm verstärkt, auch sportlich total interessant sind wir auch nochmal in dieser Saison beim Spiel Buchbach gegen Regensburg, freue ich mich schon drauf. Im Westen geht es runter und der Südwesten hier mit den Traditionsclubs, mit Waldhof, mit Saarbrücken, mit Offenbach und so weiter und so fort,
sind quasi Spitzenreiter, Tabellenführer aller Regionalligen, haben den Westen und auch den Nordosten überflügelt. Interessant, mal sowas zu erfahren und sich anzuschauen. Und da wir gerade hier so einen kleinen Leerlauf haben im Spiel, kann ich Ihnen auch noch sagen, Handball haben wir auch noch diese Woche. Kann ich Ihnen sehr ans Herz legen aus unserer Europameisterliga. Gummersbach gegen die Füchse Berlin, eine tolle Paarung. Gummersbach, ja, traditionell ein Traditionsclub. Bin ich mit aufgewachsen, als Gummersbach und Großwaldstadt quasi die Szenerie beherrschten. Aber immer noch oben, während Großwaldstadt in den Versenkungen verschwunden ist. Gummersbach immer noch in der Top-Elite-Liga mit dabei. Das war eng. Pass war gut. Unser Rücken muss jetzt aus dem Quark kommen, wenn Sie noch hier was zahlenmäßig mitnehmen wollen. Windspiel 1-0 gewonnen. Durch Zögler. Und jetzt müssen sie hinten aufpassen. Akşam. Wieder hatte da David Hoos so ein bisschen gezögert, der Keeper hier gegen Löchelt. Wie ich finde, hat einen Schritt nach vorne gemacht und dann wieder einen Schritt zurück. Dann muss er das in gewisser Weise durchziehen. Lukšić hat dann am Ende auch so ein bisschen helfen können gegen Löchelt. Ja, Falko Götz, er möchte gerne unbedingt in die Relegation spielen, aber er weiß natürlich, das ist nach dieser Saison sehr, sehr schwierig, wo die Saarbrücker eben in die Relegationsspiele reingekommen waren. Frust natürlich extrem groß gewesen, als er kam. Ja, diese Relegationsspiele immer wieder bei uns thematisiert, ist ja immer noch nicht klar, wie jetzt die Marschroute aussehen wird, wie die Vorschläge für den Bundestag sein werden exakt. Werden die Regionalligen verkleinert, vier Regionalligen, oder gibt es sogar einen Vorstoß, dass man zwei dritte Ligen schafft. Schwierig, schwierig. Auf jeden Fall sagen gerade die Top-Teams unisono, es darf nicht sein, dass man in die Relegation muss, wenn man Meister wird. Es muss am Ende dann der Aufstieg stehen. Löchelt. Akşam. Ja, Saarbrücken drängt und drängt und drängt, aber sie beißen sich in gewisser Weise fest, weil Wormatia Worms da hinten gut steht oder weil dann auch mal so Missgeschick passiert wie hier bei diesem Versuch, den Ball reinzubringen. Ja, da gehört sich schon fast am Verzweifeln. Bin mal gespannt, wie es der Sportchef sieht, der jetzt bei Martin Quast sitzt. Ich würde sagen, er ist nicht weniger verzweifelt, fast kann man sagen. Jörg Dahlmann hat gerade gesagt, ihre Mannschaft beißt sich mehr oder weniger komplett die Zähne aus an Worms. Gibt es irgendwo einen Schlüssel, wo man hier noch zum Erfolg kommen kann, Herr Šašić? Ist sehr schwierig, weil wir haben im ersten Drittel von diesem Spiel einfach das getan, was durfte man nicht tun. Nämlich? Ja, wir sind nicht im Spiel gegangen mit dieser Entschlossenheit.
Worms hat abgewartet, hat mehr Zweikämpfe gewonnen in die Phase, mehr Entschlossenheit gehabt und die sind in Führung gekommen. Und gegen so tief gestaffelte Mannschaft darf man nie erlauben, dass die kommen in Führung. Dann ist sehr schwierig. Wir spielen jetzt im ersten Halbzeit letzte Viertelstunde gut und jetzt auch. Das sieht gut aus, aber ja, von die Chancen, was hatten, die haben wir keine Tore geschossen. Aber ich hoffe, dass wir haben genug Kraft, dass wir können noch was machen. Falko Götz, der Trainer, hat uns vor dem Spiel gesagt, es ist eines ganz klar, die Mannschaft, der Verein will eine Aufholjagd und oben noch angreifen auf Platz 1 und 2. Da stehen im Moment Waldhof Mannheim und der SV Elversberg, die sind 7 und 8 Punkte weg. In 13 Spielen. Kann man das wirklich aufholen? Ist das nicht utopisch? Ja, Gott sei Dank, da ist Fußball. Wir können nichts ausschließen, aber mit Sicherheit, mit jedem verlorenen Spiel wird es schwieriger. Das ist uns allen klar, aber wir haben genug Qualität. Auch, ich hoffe, auch mit dieser Spielerfahrung, das darf nicht mehr passieren. Und wir müssen das versuchen und wir wollen alle zusammen versuchen. Wir haben gerade eben eine Statistik gesehen mit den Zuschauerzahlen in der Regionalliga Südwest. Vor allem der SFC Saarbrücken hebt sich da sehr positiv auch hervor. Allerdings war das ganz viel Ludwigspark, war das ganz viel Saarbrücken. Sie müssen jetzt umziehen. Wie wird es da mit den Zuschauern? Bricht da nicht viel weg, weil andere Stadt, komplett anderes Stadion, ziehen da die Leute überhaupt mit? Enttäuschung, dass wir nicht spielen. Ludwigspark ist viel kleiner als die Freunde, dass endlich wird ein neues Stadion kommen. Dass wir bekommen das, was ist notwendig im Fußball für Entwicklung. Und das ist unser Ziel, im neuen Stadion in der Liga zu spielen. Und wir haben ein Auswärtsstadion, da ist Völklingen. Und wir sind froh, dass haben wir dieses Auswärtsstadion gefunden, weil sind wir super aufgenommen. Und wir wollen dieses Stadion auch wie ein Heimat machen und das muss man alle zusammen in diese Richtung alles tun. Jetzt ist Elversberg, der Nachbar im Saarland, ist Tabellenzweiter. Sollte es da nicht irgendwie eine Kooperation geben mit dem Stadion? Da gibt es so ein bisschen Ungereimtheiten. Ist das jetzt Ärger zwischen Elversberg und Saarbrücken? Wie sieht es da aus? Gab es angeblich irgendwie so eine Art Nutzungsgebühr für das Stadion dort? Stimmt das alles? Nein, wir haben mit Elversberg lang verhandelt über die Möglichkeiten, dass wir im Elversberg die unsere Spiele austragen. Aber leider Gottes, einige Teile von Stadion sind nicht so weit gewesen. Und wir mussten dann andere Alternativen suchen. Nein, wir haben sehr gute Verhältnisse mit Elversberg. Ich habe einen riesigen Respekt von Familie Holzer, was die da leisten und was wir suchen zu erreichen. Und unser Verhältnis wird sich nicht verschlechtern. In gar keinem Fall. Herr Šašić, herzlichen Dank. Und ich wünsche Ihnen vor allem, dass Sie nicht mehr frieren mit der dicken Decke hier. Na, und dass vielleicht noch was rauskommt bei aller sportlichen Fairness. Jörg, bitte. Danke. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Inzwischen in der Partie Solomon, genannt Solo Okoronkwo, also viele O's drin. Der nigerianische vierfache A-Nationalspieler und olympische Silbermedaillengewinner. Jetzt also im Team beim 1. FC Saarbrücken wird er auch nach vorne geschickt und beordert. Geh weg von der Standardsituation, um direkt auch die Verteidiger von Worms zu binden bei diesem Freistoß, der in die Wolken geht. Ja, vorhin übrigens Auracher verletzt gewesen. Hier haben wir den neuen Mann, Okoronkwo, der also jetzt hier mit dabei ist. Hat bei Hertha BSC Berlin gespielt. Hertha BSC muss korrekt heißen, gespielt zum Beispiel. Und war auch bei Erzgebirge Aue unterwegs. Sandhausen, von Sandhausen gekommen nach Saarbrücken. Ja, vorhin haben wir Auracher gesehen, der verletzt war. Jetzt wieder ein Spieler verletzt. Also, man muss allerdings auch sagen, dass der ein oder andere schon ganz schön zur Sache geht hier bei den Saarbrückern. In diesem Fall hat er sich aber selbst verletzt. Das war eigentlich selbstverschulden hier. Muss man auch klar deutlich sagen. Benjamin Maas, der Innenverteidiger, war ja schon mal angeschlagen in dieser Partie. Hat übrigens mal, hat er mir vor dem Spiel erzählt, Riesendusel gehabt, als er mal Fallschirmspringen gemacht hat und sich der Fallschirm nicht öffnete. Glück, dass er dann trotzdem hier noch mitspielen kann, weil er mit dem Notfallschirm dann doch noch sicher landete. Hier die Situation gegen Okoronkwo, nächster Verletzter. Vorhin gab es ja auch schon mal ein Durchatmen bei Auracher, dem Außenverteidiger, der auch von Fieser da so ein bisschen gecheckt worden war. Der macht allerdings weiter. Auracher, sollte ich auch erwähnen unbedingt, der angegeben hat, sein großes Vorbild ist
sportlich. Thorsten Legert, der großartige Thorsten Legert, der ja am Wochenende mit seiner Truppe, mit FC Remscheid, Anführungsstrichen FC Remscheid, beim Tabellenführer spielte in Baumberg und hat dort 2:0 geführt und am Ende 2:2 gespielt. Riesentumulte am Spielfeldrand hat es gegeben, aber auf dem Spielfeld bemerkenswert. Beim Tabellenführer hat der Thorsten Legert ein Unentschieden geholt. Wiltsch und Lukšić. Schapran. Diagonal, langer Ball auf Taylor. Der kann gut den Körper einsetzen, aber hat hier auch einen guten Gegenspieler. Sögler. Mendy. Wieder Mendy in der Mitte, wartet Okoronkwo. Mendy. Und der Schuss sitzt, Treffer zählt. Das Anschlusstor durch Jan Fieser. Jan Fieser trifft bei den Ärzten zu Saarbrücken. Und nun erleben wir also doch noch mal eine spannende Schlussphase. Das war jetzt nicht so richtig, hat sich das abgezeichnet. Zwar hat Saarbrücken toll gespielt, so leicht abgefälscht war der Ball noch. Und Fieser trifft also hier zum 1:2 aus Sicht von 1. FC Saarbrücken. Sein erster Saisontreffer. Und da senkt der Ball sich dann doch noch rein von Jan Fieser, der ja in der Waldhöfer Jugend gespielt hat, auch noch bei Eintracht Frankfurt in der Jugend. Wie in Wiesbaden dann, Sandhausen. Ja, und ist jetzt eben hier in Saarbrücken gelandet. Er bringt die Mannschaft wieder ins Spiel mit seinem ersten Saisontreffer. Letzte Saison hat er auch einen Treffer erzielt, also gar nicht so sehr für zuständig für die Toremacherei. Fieser jetzt mit diesem hohen Ball. Schwierige Schlussminuten jetzt für die Wermaten. Hoppla. Löchelt. Man sieht es, die reifere Spielanlage bei Saarbrücken, aber gut. Wir haben natürlich auch mehr Möglichkeiten. Wir haben es vorhin gehört, Worms junge Mannschaft. Und haben natürlich auch weniger Geld zur Verfügung. Der Versuch des Drehschusses hier von Putschlin. Er kämpft natürlich auch jetzt. Mendy. Und der Kopfball nicht platziert genug. Von Taylor, der seinen Kopf hier dreht. Schauen wir noch mal, wie sich das derzeit darstellt für diejenigen, die später zugeschaltet haben. Zwei Mannschaften, die ersten beiden kommen in die Relegation. Im Moment ins Waldhof von Elversberg, Trier hinten dran. Saarbrücken braucht die Punkte. Die sind im Moment bei 38, um eben noch eine gewichtige Rolle mitspielen zu können im Kampf um den Aufstieg.
Offenbach Fünfter. Wir haben ja noch die Partie Offenbach gegen Elversberg, die wir Ostern zeigen werden. Auch ein klasse Spiel wird das, bin ich mir sicher. Können Sie auch den Oliver Reck mal wiedersehen als Trainer. Und die Wormser, die wollen natürlich ihre drei Punkte, den vierten Sieg in Folge jetzt verteidigen, hätten dann 26 Punkte, würden auf Platz 10 hochrutschen und hätten quasi den Anschluss auch an 1. FC Kaiserslautern, an die Nachbarn. Ja, natürlich im Aufstiegskampf, da haben sie nichts mehr mit zu tun. Das heißt für sie Distanz schaffen nach unten. So, nächster Spieler bei Wormatia Worms. 22 für 18 für den Torschützen, für Kevin Lahn. Kommt nun auch ein anderer Außenverteidiger und auch er humpelt. Also da hat die medizinische Abteilung einiges zu tun. Applaus gibt es für Kevin Lahn, den Torschützen, der ein gutes Spiel gemacht hat, der das zweite Tor erzielt hat nach dem Freistoßtrick. Und reinkommt Antonacci. Wie gesagt, ebenfalls ein Außenverteidiger, der 1:1 die Rolle übernehmen wird. Seine Schwester übrigens ehemalige Bundesligaspielerin bei TuS Niederkirchen. Gleich geht es dann direkt weiter zur Spieltaganalyse und hier haben wir ein paar Themen für Sie, über die die Jungs gleich im Studio sprechen werden. Und wir schauen hier, Löchelt hat da aufgepasst gegen Mendy. Ja, eine Kerze von Marco Meierhöfer. Also eines muss man den Saarbrückern sagen, die tun hier alles und geben sich nicht geschlagen und kämpfen und fighten um diesen Punkt. Denn natürlich ihnen Selbstvertrauen geben würde. Und die Chance war da gerade eben für David Putschlin. Und wieder ein Spieler verletzt am Boden bei den Wormsern. Treske hier. Ja, da hatte Putschlin einfach ihn getroffen, aber das war natürlich Pech für Treske. Keine Absicht von Putschlin und die Entschuldigung sofort. Fair Play hier. Treske, der Torschütze, der hier quasi hinten mit aushilft, das Ding dicht zu halten. Ganz eng geschaffelt jetzt die Mittelfeldreihe auch im Strafraum quasi oder an der Strafraumkante. Taylor, abseits von Okoronkwo. Hat sechsmal getroffen in dieser Saison. Wäre natürlich so wichtig für ihn, hier heute zum siebten Mal zu treffen für die Mannschaft von Falco Götz. So, der letzte mögliche Wechsel bei den Gastgebern. Carvot kommt für Enis Saiti. Das bedeutet also noch mal ein bisschen defensiver das Ganze hier angehen.
Der ja auch schon Köln in der Jugend, bei Borussia Mönchengladbach in der Jugend, Hannover 96 gewesen ist, also schon tolle Stationen gehabt hat. Ist mal verwechselt worden mit David Beckham, hat er mir erzählt, der Carbot, Mike Carbot, der jetzt in die Partie reingekommen ist. Abseitsposition von Treske, vom Kapitän, der mal wieder getroffen hat, zum 10. Mal in dieser Saison, führend in der Torschützenliste Regionalliga Tunjic, der für Elversberg getroffen hat, 13 Mal, Sommer dahinter Waldhof, Bektaschi, Kassel, obwohl er so lange pausieren musste, wegen seines Eiergriffs. Ja, und dann ist schon Treske auf Platz 4 in der Torschützenliste der Regionalliga Südwest. Und Treske wieder, kann natürlich gut den Körper einsetzen, hier allerdings etwas unfair, ein Gegenspieler da umgenietet. Die Saarbrücker drücken. Sie wollen den Ausgleich, sie wollen den Punkt. Sie wollen das Erfolgserlebnis für die kommenden Wochen, für das erste Heimspiel in Völklingen. Vier Minuten die Nachspielzeit angesagt worden, angezeigt worden vom Schiedsrichter. Liegt in seinem Ermessen, das Ganze hier kundzutun. Sökler auf Mendy. Und Patterock, der jetzt natürlich im Fokus stehen wird in diesen letzten Minuten. Okoronkwo. Okoronkwo. Gegen Antonacci und Eckstoß. Falko Götz hat so viel erlebt. Und würde gerne das schöne Erfolgserlebnis mit Saarbrücken noch mal sammeln. Hoch in die dritte Liga erst einmal. Torwart ist mit vorne. Hoos ist mit vorne. Die Flanke von Sökler und der Kopfball von Steffen Schäfer. Wieder hinten, Hoos. Sonst ein guter Keeper, heute nicht ganz so, vor allem beim 2:0 sah er 0:2 aus seiner Sicht unglücklich aus. Foulspiel muss gelb geben. Und gibt auch gelb für Treske, der nach meiner Rechnung im nächsten Spiel damit gesperrt ist. Fünfte gelbe Karte für ihn. So ist es. Treske also nicht im nächsten Spiel mit dabei. Und Hoos mit vorne jetzt wieder. Mit dem Helm, das wäre natürlich ein Ding, wenn er da ein Kopfballtor machen würde mit dem Helm. Der Größte ist er nicht, der Längste. Aber da ist Hoos! Hoos hat die Chance, säbelt daneben den Ball und wieder Chance dahin. Die wollen noch mal einen Eckstoß haben, den gibt es aber nicht. Und wieder zurück
Da säbelt er neben den Ball. Der David Hoos ist ja Keeper. Die Wormser feiern hier die Zuschauer, während Saarbrücken wohl mit einer Niederlage heimfahren muss aufgrund einer unkonzentrierten Anfangsphase. Freistoß, wertvolle Sekunden, der wird jetzt länger liegen bleiben hier. Der Wormser, egal ob er jetzt was hat oder nicht. Ja. Antonacci. Der versucht natürlich noch ein bisschen rauszuholen. Für ihn, für Steven Jones, großartiger Erfolg. 4 Siege in Folge, so sieht es im Moment aus. Es sei denn, es gelingt noch mal der Lucky Punch. Die verzögern natürlich enorm gerade die Worms, aber ist auch ihr gutes Recht, Zeit von der Uhr zu nehmen. Das wäre eine dicke Überraschung, die jetzt perfekt ist. Wormatia Worms schlägt den ersten FC Saarbrücken mit ihm, mit Steven Jones, mit 2:1. Damit befreit sich Worms ein wenig im Abstiegskampf. Und ein Rückschlag für Saarbrücken im Kampf um die Relegationsränge. Und hier sehen wir den verletzten Spieler hier mit seiner Kreuzbandverletzung. Da ist er wieder. Das ist ja eine Sensation, dass er wieder zurückgekommen ist. Trotz seines möglichen Kreuzbandrisses ist er wieder zurückgekommen. Hier aus dem Krankenhaus, um mitzufeiern. Das ist ja sensationell. Bis gleich. Wir sind in ein paar Sekunden wieder hier. Das ist Benjamin Himmel, der sich am Kreuzband verletzt hatte in der Anfangsphase, zu dem die Spieler dann gelaufen waren und ihm quasi das Tor widmeten nach dem Elfmetertor von Treske. Der ist jetzt wieder aus dem Krankenhaus zurückgekommen, um mit seinen Mitspielern hier zusammen zu feiern. Das sind ja sensationelle Szenen hier in Worms und das zeigt natürlich auch, wie das Herzblut hier vorhanden ist bei den Spielern von Wormatia Worms. Wir schauen mal auf die Tabelle, wie sich derzeit darstellt. Wir sehen, auf den beiden Relegationsplätzen sind die Waldhöfer und die Elversberger aus dem Saarland. Dann die Trierer auf Platz 3. Saarbrücken, na, kleiner Rückschlag, aber es ist alles drin, genauso wie ich auch Kickers Offenbach immer noch sehe, dass die eingreifen werden im Kampf um die vorderen Plätze. Kassel hat es mal vor ein paar Jahren bewiesen, dass sie gerade in der Rückrunde viele Punkte holen und tatsächlich noch schaffen können. Worms derzeit 10. Die letzten 5 könnten absteigen. 2 werden sicher absteigen. Das war es von meiner Stelle. Martin Quast, bitte. Jawohl, und während die jungen Herrschaften hier hinter uns einen wunderschönen Abend sich gestalten, können wir ihn noch an die Hand geben. Wir sehen uns bald wieder in knapp 4 Wochen oder genauer gesagt in genau 4 Wochen, nämlich an Ostermontag. Da gibt es den Doppelschlag mit der Regionalliga. Erst aus der Regionalliga West, Alemannia Aachen gegen Wattenscheid und dann abends, wir bleiben beim Stichwort Spitzenspiel, Kickers Offenbach gegen den SV Elversberg, dann wieder aus der Regionalliga Südwest. So, und mit diesen durchaus sehr, sehr froh gelaunten Wormsern hier aus einem wirklich wunderbaren Fußballspiel, hat viel Spaß gemacht, aus der Regionalliga Südwest sagen wir einen schönen Abend, ein Leben lang hören wir Wormatia.